Wir wissen alles, wir können alles erklären, was passiert. Das ist der Fluch der narrativen Systeme. Und hier ist es eben so, da kommt der edle Wilde, der will nichts Böses, er trifft auf einen Standesdünkel, den es immer gab, zum Beispiel eben auch im Spanien des 19. Jahrhunderts, 18. des 19. Jahrhunderts. Und mit einmal schmeißt dieser Alvaro seine Waffe weg. Er will eigentlich kein böser Mensch, kein tötender Mensch, kein Mörder sein. Und tatsächlich, der Dämon nimmt sich die Kugel und tötet den Vater. Und das löst etwas aus. Da hat man das Gefühl eben, dass da etwas passiert, was agnostisch ist, ja, wie die Romantik. Und dann interessiert mich, dass vielleicht diese Welt schwer erkennbar ist, vielleicht ist sie auch gar nicht erkennbar. Was aber interessanter ist, ist die Frage, ist die Welt beherrschbar oder ist sie nicht beherrschbar? Und da bin ich bin so ein Restmarxist, aber erkenntnistheoretisch bin ich eher Agnostiker, also wie die französischen, spanischen, auch russischen Romantiker und die deutschen vor allen Dingen. Das Schöne ist, wenn man nach Rom fährt, nach Andalusien, nach Sevilla, man geht in die Kathedralen, man betritt einen Dom und man guckt nach oben und man hat das Gefühl, dass man in den Himmel guckt oder Teil davon ist. Man transzendiert, ja, man ist nicht an Max Webers ständiger protestantischer Maxime erinnert. Dein Leben lang musst du gottgefällig arbeiten, um Mehrwert zu produzieren. Nein, man kann sündigen, weil man bekommt natürlich in dieser katholischen Kirche immer, wenn man beichtet, auch die Möglichkeit der Gnade, des Erlasses. Die Beichte macht uns wieder frei, auch dafür neu zu sündigen. Dahinter liegt das obsessiv-triebhafte, dass man nicht anders kann, als auch das Böse in sich zu gutieren. Und dieses Himmel und Hölle, diese Triebstrukturen, die ja in jedem einzelnen Menschen auch sind, ja, also die Lust, auch etwas zu machen, was ja manchmal Gott sei Dank domestiziert wird durch unsere Moral. Aber hier bricht es raus, hier sind die Menschen auf der Jagd nach der Ehre, nach dem Kampf, nach dem Tod, nach der Liebe, nach dem Sex. Und das letzte Moment, also vielleicht auch bei uns, wenn die Leonora dasteht und eigentlich ist sie tot und wie orgiastisch dieser Schluss ist, wenn sie dann ein architektonisches Symbol des Orgasmus, nämlich New York City, sieht in ihren Träumen oder wir sehen es real, das gibt einem dann die Kraft der zwei Herzen.